musst du schreien. Musst du nicht so schreien, ja, nachher kennen die Leute, nachher sagen die ein bisschen Hasspredigt oder so. Stell dir mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Okay. Du glaubst, dass Jesus Gott ist? Du weißt es nicht sehr. Ich habe eine Frage an dich. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend. Also Jesus ist allwissend. Okay. Lügt Gott? Also Jesus lügt nicht. Okay. Johannes 13, Vers 32. Entschuldigung, Markus. Markus 13, Vers 32. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er ist auch nicht Gott, was sagt, Gott weiß alles. Ich bitte dich. Die Wahrheit haben wir gerade gesehen, mehr brauchen wir nicht. Er hat gesagt, Gott weiß alles. Er hat gesagt, Jesus weiß es nicht. Ja, in der Bibel habe ich gesehen, ich mache mir keine Sorgen. Keine Angst. Übrigens, ich will hier keinen beleidigen. Ich will keinen Glauben beleidigen. Uns geht es um eine sachliche, objektive Herangehensweise. Und das gebe ich jedem Menschen als Tipp. Das klassische Christentum, hör doch auf, das bist nachher der Hassprediger. Seht ihr das, wie die Muslime ruhig bleiben? Mensch. Medien, seht ihr das? Wir werden angeschrien, wie ruhig wir bleiben. Mensch, ihr seid echt cool drauf. Ja, ja, ist klar. Können wir weitermachen? Guck mal. Ja, ja. Ich weiß, dein Gott hat dir gerade geholfen. Das haben wir gesehen. Okay. Entschuldigung, es stört wirklich, weil wir wollen weiter die Rede führen.